Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips, und heute gibt's eine weitere Folge von unserer FIFA 15 Ultimate Team Serie. Und ja, in der Serie geht's darum, dass wir uns bis in Liga 1 hochspielen hier in der Online-Season, ohne Echtgeld zu verwenden, sprich wir kaufen uns keine Coins für Echtgeld oder FIFA Points und müssen uns nur mit den Coins quasi, die wir uns aus den Spielen und halt so ein bisschen nebenher Trading verdienen, bis in Liga 1 hochspielen. Ja, schauen wir mal rein. Heute müsste wieder das Minike-Team mal wieder dran sein, denke ich. Zuletzt die zwei Spiele haben wir mit dem Dumbia-Team gespielt. Und ja, heute ist das Team mal wieder dran. Ich habe hier die Verträge schon mal aufgefüllt, habe den ganzen Jungs wieder neue Verträge gegeben. Ah, ich sehe gerade noch mein Trainer, braucht wahrscheinlich noch einen Vertrag. Ich habe zum Glück auch noch einen Manager-Vertrag, geben wir ihm den nochmal. Keine Objekte verfügbar, alles klar. Und dann würde ich sagen, suchen wir einen Gegner. Auf geht's, auf geht's. Einen Sieg brauchen wir noch. Und ja, dann haben wir den Titel. Schaffen die Jungs das heute, den Titel zu gewinnen? Das ist die Frage. So, da haben wir einen Gegner gefunden. Schwarz gegen Blau. Ja, ich denke, das kann man machen. Spielt ein 4-4-2, wenn ich es richtig gesehen habe. 79er Chemie. Das sieht ja erstmal nicht ganz so gut aus. Oh je, da vorne im Sturm. Der gute Ibabo hat er. Den hat er am Start. Und den guten Tevez. Also eine gefährliche Sturmspitze da mit den beiden. Und sonst, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Die anderen Spieler kenne ich alle nicht. Paar Silberne, da gibt es hin und wieder auch mal ein paar, die auch recht flott sind und ja, auch gefährlich werden können. Müssen wir mal gucken, was er hier zu bieten hat. Wie gesagt, ist ja auch nicht so mein Lieblingsteam hier, was wir hier gerade spielen. Sozusagen unser Fitness-Team. Ah, nun gut, wir haben noch 5 Spiele. 5 Spiele für einen Sieg. Oder 3 Unentschieden, wie man es nimmt. 3 Punkte brauchen wir. Auf jeden Fall. Ibabo geht flitzen. Naja, das ist wird hier so ein Pace-Spiel. Oder versuchen viel Ibabo und so anzuspielen, um dann durchzustarten. Da müssen wir auf jeden Fall drauf aufpassen. Ah, schon der Doppelpass hier mit den beiden. Minike kann sich da durchsetzen, aber nee, so wird das nichts. Ah, da ist ein bisschen zu weit nach vorne außen gekommen. Okay, macht ihn hoch. Und jetzt versucht er hinten so ein bisschen rumzupassen. Auf Ballbesitz oder sucht er die Position, um Ibabo da anzuspielen? Das ist die Frage. Bin gerade nicht so sicher. Ja, irgendwie habe ich es geahnt. Er sucht die Position, um Ibabo anzuspielen. Nun gut, jetzt wissen wir Bescheid. So wird er es wahrscheinlich aufbauen. Lange Ball auf Ibabo. Das wird sein Plan sein. Ah, Iminike. Komm, den machst du. Jawohl, das ist der Treffer. Iminike 1-0. Hat sich da schön freigelaufen. Und die Abwehr ein bisschen schlecht aussehen lassen. Schönes Doppelpassspiel zwischen... Ich weiß gar nicht, wer es war. Bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube Bruma, oder? War es Bruma? Ja, Bruma war es, so wie es aussieht. Würde ich mal so tippen. Bruma und Ibabo hier. Und Ibabo sag ich schon. Und Iminike. Iminike mit dem Treffer. Ah, ja, ja. Das Übliche. Ich hasse es so. Also wenn ihr mal gegen mich spielt und mich ärgern wollt, dann einfach vom Startpunkt durchlaufen, dann habt ihr mich auf jeden Fall. Na gut, muss man mit klarkommen. Wir führen 1-0. Ja, Diego. Schon lange auch nicht mehr getroffen. Aber so wird das auf jeden Fall nix. Oh, schade. Da wäre ich gerne nochmal zum Schuss gekommen. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt gehen sie flitzen wieder. Haben wir. Haben wir gut abgelaufen. Schön gemacht vom Motta. Melo. Ah, schickt da. Weiß gar nicht, wer es ist. Motta. Flanke. Oh, Iminike drückt sich da in den Kopfball. Kommt allerdings nicht ganz hin. Schön gemacht von Gündogan. Ah, Iminike da eine Rückwärtsbewegung anspielen ist nicht so die beste Idee. Jetzt wird er flitzen. Na komm schon. Nicht daneben treten jetzt. Oh, Melo, schön von hinten rangelaufen. Hat er gut gemacht. Schön den Ball verteidigt hier. Waschikowski, Diego. Ach, schade. Hätte ich gerne auf den Flügel gespielt jetzt. Wo ist Ibabo? Ja. Ja, das habe ich geahnt, dass er den da jetzt so abläuft.
Okay. Hat auf jeden Fall schnelle Spieler da. Gut, müssen wir mit klarkommen. Oh je, das macht er gut. Aber den haben wir. Jetzt mit dem Minike. Können wir da ein bisschen flitzen? Zurückgelegt. Ja, der Pass kommt auch gar nicht so schlecht. Aber, ja. Hätte man eventuell was draus machen können. Ich hätte ihn hochschicken sollen. So ein bisschen Angst, dass er uns hier ja, irgendwie mal eine gute Situation bekommt und uns dann davon paced. Das könnte gut sein. Ich bringe mal die Flanke. Machen wir nicht ganz so oft. Und da sieht man auch, warum wir es nicht so oft machen. Nämlich, weil die Dinger meistens nicht ankommen bei mir. Was ist jetzt? Freistoß. Okay, da haben wir vorne die 14, glaube ich, umgetackelt. Den gibt es jetzt einmal. Ah, schade. Da haben wir doch. Sind wir vorbei. Oh, so doch nicht. Wollte ihn auf Diego ablegen und dann mich freilaufen. Quasi ein schönes Doppelpassspiel machen, aber das ist mir nicht so ganz gelungen. Ah. Wir lassen nach, habe ich das Gefühl. Wir müssen uns wieder ein bisschen reinfuchsen. Wir dürfen das Spiel jetzt nicht aus der Hand geben. Wir führen hier 1-0. Das wäre jetzt bitter, wenn wir jetzt hier irgendwie Gegentreffer kassieren und den Gegner nochmal rankommen lassen. Wir müssen nachlegen. Was sollte jetzt unser Ziel sein? Noch einen Treffer machen. Damit die Partie entscheiden. Ah, schön abgelaufen. Einwurf. Okay, hat er sogar nochmal am Ball. Ganz gerne mal die Seite verlagern. Ich weiß allerdings nicht, ob auf der anderen Seite irgendwie was geht. Tevez schon dazwischen gestellt. So, jetzt über den Flügel. Mieke ist im Abseits. Mieke hat ihn. Gündogan. Oh, schade. Müsste Ecke geben, ne? Gute Chance gewesen. Versucht die da mal so ein bisschen durcheinander zu wirbeln und probier einfach mal den Kopfball. Machen wir ja nicht ganz so oft. Ja, der kommt doch ganz gut auf Gündogan. Haben wir nochmal quergelegt. Ne, klappt nicht ganz. Macht ihn schnell. Dante ist da. Gut, hat ihn. Das ist ziemlich eng da gerade auf der Seite. Gerne mal auf die andere Seite rüberkommen. Klingt mir nicht. Ja, Dante ist natürlich langsamer als Ibarbo. Müssen wir uns jetzt versuchen, gut zu positionieren. Schauen, dass er die Flanke nicht bringt. Bringt sie allerdings. Hoffentlich geht sie nicht ins Aus, jetzt ins Eck aus. Nein, gibt nur einen Wurf. Glück gehabt. Das war knapp. Jetzt draufgehen. Haben wir Piszczek schön gemacht. Schön da den Ball gewonnen. Ach, den verlieren wir. Blöd hergegeben. Einwurf. Okay. Und ja, das Halbzeitpfiff 1-0 steht's. Mit dem Tor von Eminike haben uns hier die Führung erkämpft. Der Gegner hatte noch keine wirkliche Torchance. Aber ja, in meinen Augen ist er schon gefährlich damit mit Ibarbo. Ein guter Pass, ein gezielter Pass, der mal ankommt und dann ist der gute Junge da auch mal durch. Das geht ganz schnell. Ja. Ja. Genau so habe ich mir das gedacht. Genau so. Und dann stochert er sich da durch und macht den Treffer. Das war genau das, was ich meinte. Das geht ganz schnell. Das geht ganz schnell. 1-0 ist halt immer ein gefährliches Ergebnis. Jetzt wird sein Team ein bisschen Aufwind kriegen und ja, wir müssen uns da jetzt nochmal reinhängen, ne? Müssen jetzt nochmal Gas geben. Einfach unser Spiel weitermachen. Ich denke, wir waren besser in der Partie bisher. Und da dürfen wir uns davon jetzt nicht zurückwerfen lassen. 1-1 also. Gut, wir müssen noch einen Treffer machen. Einfach mal ruhig runterspielen jetzt. Minike. Diego. Diego geht. Diego schießt und Ecke. Ecke nochmal. Diesmal hole ich mir gleich jemanden ran.
Haben wir ihn. Oma. Danke. Oh, der war schlecht, der Pass. Der war schlecht. Na, gibt Abstoß, ne? Mal gucken, vorne hat er ihn mal nach außen gespielt. Macht er es wieder? Ne, er macht's lang. Haben wir. Minika. Kommt nicht hin. Macht's kurz, okay. Ja. Gibt Freistoß, ne? Klar. Hat er den Körper ein bisschen zu viel eingesetzt, der Gute. Tevez ist verletzt. Das ist interessant. Frage, was er noch so... wenn er dann noch so hat. Diego hat ihn. Kann ihn nicht kontrollieren. Setzt nochmal nach. Puma. Diego. Oh, kriegt er den Ball abgelaufen. Jetzt nochmal vielleicht. Diego, kommt da durch? Abgelegt. Oh, schade. Kriegen wir nicht durch. Jetzt Melo. Oh, wird er vom Schiri aufgehalten? Das ist doch mal bitter. Ich hasse das. Melo. Minike. Minike, tanzt sich durch. Oh, macht doch das Ding rein. Diego nochmal. Ah, schade. Melo holt den Ball da von hinten. Ah, sehr gefährlich gemacht gerade. Schikowski in die Mitte. Nochmal zurück. Letzter. Ah, steht er gut. Der Verteidiger. Ui, das wird nochmal schwer jetzt hier. Brauchen den Dreier, damit wir den Titel holen. Jetzt aufpassen, dass wir Tevez da nicht durchlassen. Okay, das haben wir schon mal hingekriegt. Ich hasse es, ich hasse es. Warum machen die das da so? Warum hängen die sich da nicht richtig rein? Das ist echt bitter, wenn die sich da so den Ball zurechtstochern. Abseits. Ja, da denkt man hat den Ball jetzt gewonnen, macht ein gutes Tackling und dann ist er doch weg, ne? Aber naja, so ist das halt. Jetzt mal der lange Ball. Minike wollte noch nicht. Diego. Jetzt Minike. Komm, mach das Ding. Jawohl, das ist der Treffer. 2:1. Wir sind wieder in Führung gegangen. Minike mit dem zweiten Tor. Oh ja, das ist doch eine relativ schwere Partie hier. Wie gesagt, der Gegner ist brandgefährlich da mit seinen schnellen Stürmern vorne. Aber Minike hat es nochmal hinbekommen, den Ausgleich bzw. den Führungstreffer zu machen. Ah, Gündogan. Nee. So wird das nix. Ja. Den haben wir. Puma steht da goldrichtig. Minike will gehen. Minike hat ihn. Ah, schade. Jetzt die Barbo, die müssen wir jetzt gut ablaufen. Haben wir mit Bruma. Wird auch vom Ball getrennt. Müssen wir abspielen. Steht da jetzt hinten sehr eng. Oh ne, das war nicht gut. Oh je, das hat er gut gemacht. Bringt die Flanke rein, aber die können wir verteidigen. Oh, jetzt bloß nicht kein Blödsinn machen. Oh, das war sehr glücklich gerade. Ja, der Ball kommt ganz gut. Auf den Minike. Nehmen wir den im Tor unter. Ne, war ein Stück zu spät abgeschlossen. Hätte ich einen Schritt weniger machen sollen. Versucht jetzt über die Flügel. Okay, ich denke, wir stehen hinten wieder geordnet. Sollte passen. Haben wir. Ah, der ist im Abseits. Ja. 10 Minuten noch. 10 Minuten noch. Müssen wir die Führung jetzt hier halten und ja, übers Ziel bringen. Sagt man das so? Ich glaube nicht, ne? Über die Zeit retten, so. Das Wort habe ich gesucht. Haben wir Bruma schön dazwischen gestellt. Bruma gibt Freistoß, ne? Ja, habe ich mir gedacht. Den schnell.
Macht ihn schnell. Oh, da wären wir doch fast nochmal da gewesen. Oh, Dante. Wieder so ein komischer Abklatscher da, der fast daneben gegangen wäre. Okay, dann müssen wir hinten rum machen. So wird das nix. Ah, schade. Hätte ich gerne auf Diego gebracht, den Ball. Beziehungsweise Diego war es gar nicht. Gündogan war es, ne? Ah, Minike bietet sich da mehr gut an, ne? Jetzt da schon wieder. Kriegt er den im Tor unter? Nochmal. Und oh, 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 oh. Das war nix, schade. Ah, gibt nochmal Ecke. Okay, Dante hier. Ja, du kannst gehen, Motta. Tänzelt sich da durch, komm. Setz nach. Ja, oh. Oh je, wie viel Pech kann man haben? Der hätte doch gut und gerne drin sein können auch. Ja, schön abgelaufen vom Motta. Macht ein gutes Spiel hier heute. Boma, komm, setz nach. Nee, der ist vergeben. Ballbesitz weg. Haben wir geklärt. Schön von Dante gemacht. 90. Minute. Nachspielzeit. Schauen wir mal, wie lange der Schiri noch spielen lässt. Oh je, das könnte jetzt nochmal kritisch werden. Ja, dann haben wir gut rausgekickelt. Und da ist der Schlusspfiff. 2:1. Und damit müsste der Titelgewinn an uns gehen. Damit haben wir Liga 9 auch geschafft. Nee, Liga 8 ist es. Und müssten jetzt in Liga 7 aufsteigen. Mit dem Titelgewinn. Der dritte Titel. Ich hoffe, ich verrechne. Ich habe mich jetzt nicht verrechnet. Ich glaube, 3 Punkte waren es, die uns noch gefehlt haben. 2 Tore von Iminike, 1 Tor von Ibabo auf der Gegenseite. So geht das Spiel zu Ende. 2:1 also. Tja, war doch ein ganz, ganz nettes Spiel eigentlich. Ja, und da gibt es die 4490 Münzen. Das heißt, wir haben wieder ein bisschen was auf der hohen Kante, womit wir dann bald ja unser Team verbessern können. Ne? Wie gesagt, die Abstimmung läuft noch, welches Team wir nehmen, auf welches Team wir hinarbeiten. Beziehungsweise welche Einzelspieler wir uns da nach und nach holen werden. Ja, hier, wie sieht's aus? Ich denke, wir waren überlegen, ne? 2:1 ist fast ein bisschen zu wenig, ne? Wenn man sich die Chancenverhältnisse so anguckt. Er hat wieder mal einen Treffer oder einen Schuss aufs Tor gebracht und hat ihn auch im Tor verwandelt, ne? Wie gesagt, der Gegner war gefährlich auf jeden Fall. Nun gut. Gut, da sieht man es nochmal. Titel gewonnen, 5 Siege, 1 Niederlage. Tja, das war doch ganz schick. Stieg er durch, Marsch durch Liga 8 hier, würde ich mal so sagen. 24.000 Münzen haben wir aktuell. Und ja, als nächstes geht's in Liga 7. So langsam wird's dann wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer werden. Schauen wir hier in die Bilanz. 13 Siege, 3 Unentschieden, 5 Niederlagen, 3 Titel gewonnen. Tja, das ist doch ganz schick. Das ist doch ganz schick. Wie gesagt, als nächstes geht's in Liga 7. Paar Münzen haben wir ja schon. Wie gesagt, ich bin gespannt, was die, wie heißt es, Abstimmung so ergibt. Ich werde die auf jeden Fall noch ein ganzes Ende laufen lassen so und ja, um zu schauen halt, was sich da so tut. Und ja, dann schauen wir mal. Als nächstes gibt's dann wieder das Dumbia-Team, denke ich. Damit werden wir dann als nächstes mal wieder auflaufen. Aktuell ja mein Lieblingsteam. Matic ist noch ein bisschen nicht ganz so fit, ne? Oh, naja, was soll's. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es dann in die Liga 7 geht und in die nächste Liga startet. Und ja, macht's gut, bis dann. Ciao.